Mein Name ist Michael Baumgartner. Ich gehöre zu den Gründungsmitgliedern der Dichter zusammen. Zunächst erstmal ein Text zur Einführung. Industrialisiert oder ich bin viele. Mein Name ist Legion. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Michael Baumgartner. Ich bin hier als Repräsentant meiner selbst. Denn ich habe mich als Schriftsteller selbst industrialisiert. Es blieb mir nichts anderes übrig. Ich bin mein eigener Ausbeuter geworden, weil ich ständig Gedankensaat ausbringe, die geerntet werden muss und alle davon profitieren, aber nichts dafür zahlen wollen. Zum Zweck meiner Ausbeutung habe ich mich zur Firma erklärt. Ich als Kapital lebe im Keller des Firmengebäudes hinter einer Panzertür, damit mich niemand entführt oder meine Ideen stiehlt, bevor ich sie verwerten kann. Ich habe mich meines Status als Individuum enthoben, bin gewissermaßen ein Dividuum geworden, denn ich habe mich geteilt und selbst geklont, gleich hundertfach. Nun sitzen meine Ichs in dem Hochhaus über meinem Verlies und arbeiten in ihren Arbeitszellen meine Gedanken und Ideen, die ich ihnen über das Computernetzwerk als Diktat oder als Notiz zukommen lasse, in Artikel, Geschichten und Romane aus. Manchmal ist auch ein Gedicht dabei oder ein Theaterstück. Für jeden Text gibt es auf jeden Fall einen passenden Bearbeiter und Schreiber. Aber da ich als Kapital das Firmengelände nicht verlasse und ich nur über Internet zur Welt draußen Zugang habe, bin ich auf die Eindrücke meiner anderen Ichs angewiesen, die der Welt unvermittelt begegnen. Was sind das für Ideen, werden Sie sich fragen. Warum dieser Aufwand? Nun, meine Ideen reichen von Utopien mit einer ausgearbeiteten neuen Gesellschaftsordnung bis hin zu garantierten Bestsellern, aus der Verfilmung Hollywood einen Blockbuster macht. Aus diesem Grund bilden die Romanschreiber die größte Abteilung, die in meiner Textfabrik zwei ganze Stockwerke umfasst. Jeder dieser Schreibklone hat ein eigenes Genre, wobei sie sich auch mal abwechseln können. Ich bin flexibel. Der Arbeitsalltag lässt es nicht zu, dass meine Schreib-Ichs sich häufig etwas gegenseitig vorlesen oder sich austauschen. Sie sind meistens in die Romanschreiberei vertieft und ziehen nur Außenstehende zu Rate. Das Lektorat habe ich gleich am Anfang outgesourced. In meiner Textfabrik gibt es keine feste Arbeitszeit. Nur Mindeststundenzahl muss eingehalten werden. Die meisten arbeiten aber freiwillig 14 Stunden täglich und auch am Wochenende. In der Firma fehlt ihnen nichts. Es gibt Ruhezonen, Bewegungsmöglichkeiten und eine Kantine. Manche meiner Ichs verlassen das Firmengelände deshalb nur ganz selten. Aber besonders gerne sehe ich das nicht. Was meine Ichs in ihrer Freizeit machen, das bleibt ihnen überlassen. Aber ich weiß, dass sie auch hier sich mit Texten beschäftigen, auch mit Firmenprodukten. Sie machen sich Notizen oder lesen die Texte der anderen Ichs. Alle Ichs sind fleißig. Es gibt einen förderlichen Wettbewerb unter ihnen. Alle möchten sie verdienen und meinen Ruhm und Ehre einheimsen. Ich glaube aber, dass meine Klone insgeheim darauf spekulieren, dass ich irgendwann erschöpft bin und meine Werke nicht mehr so gefragt sind. Dann können sie sich ihren eigenen Angelegenheiten widmen oder eine Familie gründen. Aber davor wiederum haben manche meiner Klone Angst. Denn noch mehr von mir, als es ohnehin schon gibt, soll es nicht geben. Am meisten fürchte ich als Vielfalt die Inzucht, denn ich habe auch Klone mit weiblichem Geschlecht. Das war unvermeidbar, denn es gibt auch
eine große weibliche Komponente in mir, die eine ihr entsprechende körperliche Repräsentanz braucht. Ich versuche, meine kollektiven Ängste und Sorgen zu beschwichtigen und habe meine Ableger schon zu Teilhabern meiner Ich-GmbH gemacht, damit sie sich nicht von mir entfremden. Weil meine Textfabrik so bekannt ist, nehme ich als mein eigener Chef regelmäßig an Veranstaltungen teil, auf denen werde ich natürlich gefragt, woher ich meine Ideen habe. Ich bin es auch, der die Preise für Literatur entgegennimmt und dessen Abbild in der Zeitung erscheint. Meine Schreibklone sind dabei, eine Gewerkschaft innerhalb meiner Firma zu gründen. Ich kann und will nichts dagegen haben, denn das war ja auch meine Idee. Das ist meine Strategie, die immer stärker werdende innere Opposition zu kanalisieren. Teile von mir wollen sich nicht mehr ausbeuten lassen. Sie identifizieren sich nicht mehr mit mir. Oder sie sehen mich als natürliche Ressource an, die nachhaltig bewirtschaftet werden muss. Ich merke es ja schon selbst. Ich fühle mich immer häufiger erschöpft. Es will mir immer weniger einfallen und meine Klone können mich mit ihren Erzählungen und Kontakten nur noch selten inspirieren. Aber es ist noch lange nicht so schlecht, dass ich Konkurs oder gar Insolvenz anwenden muss. Der Firma wird der Stoff noch lange nicht ausgehen. Da ich aber zurzeit sehe, dass meine Schreiber nicht so viel Zeit lassen, meine Ideen und Exposés umzusetzen und danach zu veröffentlichen, habe ich die ursprüngliche Version meiner selbst mich heimlich aus meinem Verlies entfernt und wandle jetzt inkognito in der Welt außerhalb meiner Firma. Mein Management ist nicht involviert, aber das lässt mich meistens in Ruhe. Ich meine sowieso, dass es selbst für den Erfolg verantwortlich ist und ich als das Ursprungs-Ich ein Mythos bin. So habe ich alles automatisiert, meine Workstation so programmiert, dass sie nach einem bestimmten Algorithmus selbstständig Ideen ins Intranet einspeist. Meine Schreibklone werden noch lange schreiben, da werde ich längst nicht mehr leben, aber so weit ist es noch nicht. Denn ich werde irgendwann natürlich zurückkehren müssen. Auch weil es auch außerhalb meiner Firma mit der Zeit immer mehr zu Begegnungen mit mir selbst kommen wird. So, und noch ein paar Gedichte, ein paar kleine Gedichte. Verschachteltes Wetter. Der Frühling ist der Sommer im Winter. Der Herbst ist der Winter im Sommer. Der Winter ist eine Episode im Frühling. Der Sommer umfasst Frühling, Herbst und Winter. Klage. Die Welt ist böse und schlecht. Und das bist auch du. Das Leben ist nicht gerecht und lässt mir keine Ruhe. Alles ein großes Geflecht und ich gehöre dazu. Reingelegt. Sag, was spielt ihr hier? Wie viele Schritte gibst du mir? Sind es zu wenige, kriegst du Code. Sind es zu viele, bist du tot. Leute, das kann man doch nicht spielen. Den Tod kann man auch nicht entrinnen. Also Leute, das kann man nicht gewinnen. Den Tod kann man auch nicht entrinnen. Wer hat sich bloß das ausgedacht? Schwitzen, schwach, schwarz, Flitzenschlacht. Heißt so etwa der dunkle Rächer? Nein, das ist nur ein Zungenbrecher. Und so jetzt noch was. Wo ist das? Das Schaf. Es war einmal ein kleines Schaf, dem war das Leben viel zu brav. Warum, fragt sich's, frisst du nur Gras?
Wie langweilig ist denn sowas? Wie wär's, wenn du mal frisches Obst als Nahrungsquelle neuer Probst? Da, Kirschen liegen unterm Baum, gib deiner Neugier endlich Raum. Und kaum war die Sonne versunken, war es durch vergorene Früchte bedrungen. Und es, da es auch noch Vollmond war, fühlte es sich wirklich sonderbar. Als wäre es zum Wolf geworden und hätte Lust, wen zu ermorden. Am nächsten Tag ließ es sich scheren, um mit neuen Kreisen zu verkehren. Bei anderen Tieren hatte es kein Glück, die trieben es zum Stall zurück. Doch das Schaf ließ sich das nicht gefallen und zeigte es mit Mut und Wut gleich allen, denn es mähte alle Jäger nieder. Kein Wolf zeigte sich je wieder, man hörte sie nur in fernen Ländern. Das Schaf wollte sich nicht mehr ändern und sah sich selbst als König der Weiden. Da begannen alle Tiere es zu meiden. Beim Menschen wurde es zum Krieger und blieb in vielen Kämpfen Sieger. Und weil es das auch tat für Geld, war es bald bekannt in aller Welt. Irgendwann fiel es in einer Schlacht. Sein Ruhm hat es letztlich umgebracht. Vor Schafen hat man nun Respekt, weil in jedem auch ein Killer steckt. Fallen also Früchte von den Bäumen, iss sie auf, ohne lange zu säumen. Denn fangen sie an zu gären, kann man für nichts mehr gewähren. Ist das die Moral von dieser Fabel? Ach, halt doch deinen Schnabel.